Okay, wir gucken uns jetzt den Lachs mal an. Let's go. Tresor, mein Engel. Achso, ich muss wieder Entschuldigung, trinken. das habe ich nicht verstanden. Ich habe Tresor gesagt und nicht Google. Arschloch. Itika, hi. Schön, dass du da bist. Diese Spaghetti sind Ja, echt Patti, ich lecker. weiß Und schon. damit herzlich willkommen zum heutigen Video. Mir ist dieses Nanolief-Ding hier runtergefallen und jetzt ist diese Marc, ich danke Scheißzentrale dir. da kaputt. Die werde ich in den nächsten Monaten ersetzen. Ich hoffe, es fällt euch auf. Ich wollte schon vor einiger Zeit ein Update-Video zu der ganzen. Alter, aber die Kamera bei Tim, also die Qualität sieht gerade richtig fett aus. Richtig, richtig fett. Vielleicht liegt es auch daran, dass Tim vielleicht mal seine Haare sogar oder vielleicht mal ein T-Shirt anhat, was wirklich auch zum Hintergrund passt. Kann natürlich auch sein, aber das, ey, sieht wirklich gut aus. Muss man wirklich mal so sagen. Simex-Thematik machen. Und jetzt hat er mir tatsächlich die perfekte Vorlage in einem neuen Video gegeben. Real Talk über Hater, Fake-Videos, Geld. Und Leute, ihr wisst, Simex ist natürlich nicht der Schlauste und deswegen ist das Video halt einfach eine Goldgrube. Bevor das Video aber richtig losgeht, nochmal kurz eine kleine Meldung von meinem Sponsor NordVPN. Viele Leute denken ja, dass wenn sie eine VPN anschalten, dass darunter die Geschwindigkeit leidet. Und ja. Ach, halt's Maul, dieses NordVPN. Alter, was der an Geld bekommt durch dieses Placement. Also wenn NordVPN mich fragt, dann würde ich es halt direkt annehmen. Also die sollen mich einfach mal anfragen. Leute, könnt ihr einfach mal NordVPN schreiben, dass die ein Placement mit mir organisieren sollen? Also ich wäre auf jeden Fall dafür, ne? So am besten auch monatlich gebunden, dass ich jeden Monat ein Video raushaue mit NordVPN und mache dann Fett Cash. Nur weil ich alles dafür tue, um meiner Mom ein Haus zu kaufen, beleidigen Leute mich, wünschen mir teilweise den Tod. Ah ja, natürlich, Alter. Die Leute beleidigen dich natürlich deswegen, weil du deiner Mutter ein Haus kaufen willst. Ungefähr so hier wahrscheinlich. Oh, als ob der seine Mutter ein Haus kauft, Digga. Wie kann man denn so dumm sein? Jeder weiß doch, dass man in P2P-Kredite investieren sollte. Und schlaf genug, damit du nicht müde bist. Wie kann er das und das machen? Er hat schon Ist so und halt so so. viele Fehler gemacht. Aber das hat mir auch schon in der Reaction gesagt. Das ist halt sowas von Lost, die Aussage. Also erstmal, ich fand das Video von Simex, das war wirklich eine Goldgrube. Der hat dort so viel Scheiße auch teilweise gelabert, aber natürlich auch Dinge erzählt, die mal interessant waren, wie zum Beispiel, dass er in schlechten Monaten 20.000 Euro macht und in guten Monaten über 40.000 Euro gemacht. Jo, alles klar, Bruder. Einfach so. Alter, so viel Geld. Holy shit. Stellt euch einfach mal vor, ihr bekommt einfach 40.000 Euro im Monat. Da gehen Leute mehr als ein Jahr arbeiten. Mehr als ein Jahr. Dann, dass du nach 2 Jahren, nachdem das passiert ist, gefühlt ein Flashback-Video darüber machst und darüber urteilst. Wer bist du? Erstmal stellt sich für mich hier die Frage, wer muss ich denn sein, um meine Meinung öffentlich posten zu dürfen? Naja, ich kann es dir sagen, im Grundgesetz einfach nur ein Bürger des deutschen Staates. Mal abgesehen davon, wer bist du eigentlich, dass du dir rausnimmst, dich als was Besseres hinzustellen, über den man nicht urteilen dürfte? Wen er hier meint, ist natürlich auch nicht ganz ersichtlich. Ich nehme einfach mal an, dass er halt entweder Alpha Kevin oder Just Nero meint, die halt beide Videos über ihn erstellt haben. Aber ich meine, das ist eh vollkommen egal, weil du bist eine Person des öffentlichen Lebens und es ist natürlich absolut erlaubt, über dich zu reden. Vielleicht würde man Denke ich solche nicht. Videos über dich ja auch nicht mehr Ich kann ihn komplett verstehen. Ich würde natürlich dann auch mit meinem Leben irgendwo aufhören und heulen in einem Video, wenn ich kritisiert werden würde. Nee, das stimmt schon auf jeden Fall. machen, wenn du nicht solche Dinge hier versprechen würdest. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Digga, fang doch einfach mal an, guten, gescheiten Content zu bringen. Egal, ob die Videos 100 oder 200.000 Klicks weniger haben. Verstanden. Verstanden. Meine Videos werden jetzt besser. Gott, Digga, das ist halt so unangenehm zu lesen. Vor allem Mir so stellt sich stark. natürlich die Frage, was hat sich eigentlich seitdem geändert? Ich meine, das ist ja auch schon ein paar Monate her. Naja, ich kann's euch sagen, halt überhaupt nichts, um ehrlich zu sein. Seine Videos sind halt wirklich kaum geschnitten. Zum Beispiel das magische Miesmuschel bestimmt alles in Fortnite. Das Heftigste ist halt schon so ein Effekt hier. Skin. Magische Mie. Wow, was war das denn für ein krasser Effekt, Alter? Steven Spielberg am Start oder was? Auch geil finde ich übrigens seine Meinung zu Mädchen. Magische Miesmuschel, findest du diesen Gegner auch lächerlich, dass er die ganze Zeit vor mir wegläuft? Worauf willst du hinaus? Ja, dass er einfach ein Mädchen ist. Ja klar, Digga, natürlich, weil Mädchen natürlich grundsätzlich immer weglaufen, weiß man ja auch. Auch davon abgesehen sind die Videos halt wirklich richtig langweilig erstellt. Ich So meine, es sind schwächer keine noch. Cuts drin, keine Musik, keine Zooms. Ich meine, selbst der Facecam-Hintergrund ist halt der langweiligste, den es gibt. Er spielt. Das stimmt. Guckt jetzt mal den Hintergrund an. Wollte ich euch bloß sagen, guckt euch doch mal den Hintergrund an. Wie wild wird das bitte sein, wenn ich dann ein Video mache? Cuttet dann die Szenen weg, wo nichts passiert und lädt das dann einfach genauso hoch. Und damit macht er 15 Millionen Klicks im Monat. Ich glaube, ich starte auch bald einen Fortnite-Kanal. Allerdings hat er wirklich ein sehr krasses Video auf seinem Kanal. Und Nee, zwar Max 10 sagt sich Arten von geil. Fortnite-Spielern. Ich meine, er sagt ja auch das hier am Anfang. Leute, was geht? Heute gibt es einfach 10 Arten von Fortnite-Spielern. Das ist ein richtig aufwendiges Video. Im ganzen Video sind da wirklich 10 Cuts oder so drin.
Und das Video ist halt saumäßig langweilig und auch überhaupt nicht komisch. Ich meine, guckt euch mal sowas hier an. Oder das hier. Wenn ich sterbe, kaufe ich mir einfach wieder den ganzen Shop. Danach geht's mir wieder besser. Aber schaut mal, ich bin so reich, ich kann ihn einfach... Och, Mann. Na, also wenn das kein super aufwendiges Video gewesen ist, dann weiß ich aber auch nicht. Oder auch sein Video, ich Stream-Sniper Türke, bis er komplett ausrastet. Also geiler Titel natürlich schon mal, aber dem Streamer fällt halt nicht mal auf, dass er eine Sprachnachricht versendet in der Kontaktauswahl bei WhatsApp. Und das ist halt wirklich in jedem Video der Fall. Auch beim Clickbait ist er halt wirklich ganz weit vorne mit dabei. Zum Beispiel sein neuestes Video, Fortnite-TikToks, die verboten sind. Ich meine, er reagiert halt einfach auf einen Zusammenschnitt von Fortnite-TikToks. Ich meine, das hat gar nichts mit irgendwie verbotenen Dingen zu tun oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur eine Reaction. Oder auch, ich wurde gebannt in Fortnite. Ja, er wurde halt einfach gar nicht gebannt. Er wurde aus wettkampforientierten Spielen ausgeschlossen, weil er gesmurft hat. Für 14 Tage. Das ist halt überhaupt nicht das, was im Titel steht. Auch geiles Video ist... Alter, das ist jetzt schon wieder eine Zusammenfassung von meinem Video auf jeden Fall mit dabei. Klar, er hat noch Informationen mit rangebracht, aber das sind 1:1 die Videos, die ich auch mit erwähnt habe. Kleine Sacknase. Nein, aber das Video hat mich richtig aufgeregt. Was für ein Typ muss man eigentlich sein? Wannabe zeigt sich Fortnite. Geiler Titel auf jeden Fall an dieser Stelle. Wannabe ist ein YouTuber, der sich bisher noch nicht gezeigt hat. Natürlich kann man damit halt ganz gut Klicks ziehen. Und am Anfang des Videos sagst du dann halt Folgendes. Hey Mann, ich bin Wannabe. Wie geht's euch, Alter? Nein, Spaß. Das ist auf jeden Fall eh ein Bruder Shorty. Aber er kann halt einfach wie Wannabe reden. Das ist so krank, Mann. Also schön wieder die Zuschauer verarscht. Na, ganz klasse auf jeden Fall, was du da machst. Übrigens könnt ihr diese ganzen Videos für irreführende Titel und Thumbnails melden. Nur so, ganz nebenbei. Und weiter geht's natürlich auch direkt. Habe ich übrigens auch gesagt, mein Video. Ich habe sogar das gleiche erwähnt. Ich habe sogar genau den gleichen Ausschnitt erwähnt. Will in mein... Und jetzt frag nochmal, wer hier der Typ ist, der kopiert. So, erzählt's. Denn ich bin der echte Alpha Kevin, der Alpha. Und das hat KuchenTV nicht im Namen, dementsprechend bin ich das Alpha-Tier. Nach mir kann man sich inspirieren lassen. Easy. Ein Fortnite-Clan. Stimmt halt auch wieder nicht. Er macht sich halt die ganze Zeit über Z-Max und sein Clan lustig. Und Z-Max regt sich ja halt quasi darüber auf, weil er sich darüber lustig macht. Dieses Video ist halt darüber hinaus auch so wack, das hat fast schon eigenes Werk verdient. Also ich meine, scrollt einfach mal durch die Kommentare, die haben eigentlich schon gesagt, was für ein Bullshit er da eigentlich labert. Aber auch abgesehen von diesem Clickbait hat er danach halt noch ein Video zu Standardskill gemacht, wo er wieder ein bisschen gelutscht hat, weil ihm wahrscheinlich einfach nichts mehr eingefallen ist und er sich wieder bei der Community von Standardskill als Ehrenmann hinstellen möchte, damit die ihn nicht komplett abgeschrieben haben. Du bist ein wirklicher Ehrenmann, mein Junge. Ich könnte halt wirklich jetzt den ganzen Tag so weitermachen mit seinen Videos, aber ich denke, was ich sagen möchte, ist jetzt schon ganz gut rübergekommen. Das ist halt auch nicht das Einzige, was an Z-Max so verwerflich ist. In diesem Video, wo wir am Anfang schon drüber gesprochen haben, versucht er sich halt auch richtig ekelhaft als Ehrenmann hinzustellen und zwar mit diesen Ausschnitten hier. Wie viel Zeit ich geopfert habe, nur dass es meiner Fam und den Menschen um mich rum besser geht. Vor ein paar Tagen meiner Mutter für 2500 Euro einen Kühlschrank bestellt. Was ich auch vor ein paar Wochen gemacht habe, meinem kleinen Bruder so zum Beispiel ein Gaming-PC für 3000 Euro zu... Warum erwähnt er das so einfach, weißt du? Der sagt, der erwähnt das nicht und sowas und der sagt das ja mit Absicht nicht, um sich krass darzustellen und in dem Video macht er es halt komplett, ne? Mal schauen, ob Tim das anspricht. Geburtstag geschenkt. Okay, er will uns jetzt also klar machen, dass er halt der korrekteste und ehrenhafteste Typ der Welt ist, weil er 5500 Euro für seine Familie ausgegeben hat. Mal ganz abgesehen davon, dass er den Gaming-PC ohne große Probleme auch einfach von den Steuern absetzen kann. Aber ein Zuschauer hat es eigentlich schon richtig zusammengefasst. Ja, mit sechsstelligem Kontostand. Bro, soll ich jetzt irgendwie Kontoauszug oder so holen? Was Geld angeht, rede einfach nicht darüber, wenn du selber broke bist und noch nicht mal 1000 Euro in deinem Leben gemacht hast. Wenn du deine Mutter nach 10 Euro für McDonald's fragen musst. Ist halt schon mal sehr nice, wie du mit deinen Zuschauern umgehst, die halt nicht das Glück haben, mit Clickbait-Fortnite-Videos richtig viel Geld zu verdienen. Aber mal abgesehen davon ist deine Zuschauerschaft... Ja, wir müssen halt... Also ein was muss man jetzt trotzdem so sagen. Ich gehe mal davon aus, dass die Nachricht von einem Hater kam. Und ich glaube, jeder, der Nachrichten von so Prinzip-Hatern bekommt, weiß, dass es einfach abfuckt vielleicht. Und dass man dann einfach kacke drauf reagiert, beziehungsweise so drauf reagiert, wie er das gemacht hat. Dementsprechend, ich kann das schon irgendwo verstehen, dass er so drauf reagiert hat. Wahrscheinlich im Durchschnitt zwischen 7 und 14 Jahre alt. Digga, die haben halt faktisch gesehen noch nicht mal die Möglichkeit gehabt, Geld zu verdienen. Du disst einfach Kinder dafür, dass die nicht arbeiten.
What the fuck, Alter? Mal abgesehen davon, dass du halt hier schon gezeigt hast, wie unfassbar arrogant du bist, hat der Typ doch eigentlich recht. Natürlich ist es an sich erstmal eine nice Sache, dass du für 5.500 Euro deiner Familie irgendwelche Sachen kaufst. Aber im Verhältnis zu deinem Verdienst ist das halt schon wieder relativ wenig. Ich meine, ich kenne Leute in meinem Freundeskreis, die ihren Geschwistern irgendeine PS4 für 300 Euro gekauft haben, obwohl die 100 Euro im Monat verdienen. Du sagst ja zu deinem Verdienst selber Folgendes. Ja. So, wenn's schlecht läuft, trotzdem jetzt, aber guck mal, das ist jetzt schon ein Beispiel, das fühle ich gerade jetzt auch nicht so ganz den Punkt, ne? Weil, ihr müsst mal so sehen, 2.500 Euro sind 2.500 Euro. So, scheiße mal darauf, was der verdient, was das für eine Relation ist oder so. Er hat es ja trotzdem gemacht, er hat ja trotzdem was Gutes getan. Also das würde ich jetzt nicht so abstempeln wie, ja, das ist ja relativ wenig im Vergleich zu dem, was du verdienst. Ich meine 20.000 nur im Monat. Ja, wenn es aber gut läuft, kommt es eigentlich immer schon an die 40.000 im Monat dran. Sagen wir mal, du hast in einem durchschnittlichen Monat 30.000 Euro verdient. Das heißt, du hast 10% deines Geldes für das Geschenk deines Bruders ausgegeben und halt ungefähr 8 oder 7% für den Kühlschrank von deiner Mutter. Jetzt schreib doch einfach mal gerne in die Kommentare, wie viel Prozent eures Einkommens in das Geschenk eurer Geschwister fließen. Wahrscheinlich ein bisschen mehr für die meisten. Ich will damit auch gar nicht sagen, dass es nicht cool ist, dass du den Leuten sowas kaufst. Und natürlich musst du jetzt auch nicht 5.000 oder 10.000 Euro dafür ausgeben. Aber das sind halt keine Gründe, wo du dich als Ehrenmann hinstellen kannst. Warte mal ganz kurz. Ist euch das gerade auch aufgefallen? Fällt es euch gerade übrigens auch auf im Hintergrund? Hier fehlt einfach eine Zacke. Warte, war das schon immer so? Hier fehlt einfach eine Zacke bei Tim. Hier ist eine Zacke und hier müsste ja auch noch eine Zacke sein. Wenn Bill Gates jetzt irgendjemand ein Haus schenkt, dann sagt man ja auch nicht, boah, der hat ihm einfach ein Haus gekauft, weil Bill Gates halt irgendwie zigfacher Milliardär ist. Du versuchst hier halt... Ich dachte, der hatte sich darüber beschwert, dass er das Neue aufsetzen musste und die Abstände nicht mehr ganz so sind wie vorher. Weil das hat er auf Instagram betont. So, deswegen habe ich nur mit dem halben Ohr hingehört. Einfach mit Summen zu prallen, die deine Zuschauer im Leben nicht bezahlen können. Also vor kleinen Kindern zu flexen, ist halt schon ziemlich cool. Wie dein Charakter ist, zeigst du meiner Meinung nach erst, wenn es um Geld geht und um Personen, mit denen du eigentlich nichts zu tun hast. Und schauen wir doch einfach mal, wie der Z-Max da so abgeschnitten hat. Denn der liebe Z-Max hat früher mal Fortnite-Turniere veranstaltet tatsächlich. AsiTV hat das Ganze halt auch schon veröffentlicht. Er hat mal ein Turnier gemacht mit 500 Euro Preisgeld und eines mit 1.000 Euro Preisgeld. Und ihr könnt es euch natürlich schon denken, weil das hier im Video ist, dieses Preisgeld wurde natürlich nie überwiesen. Er hat das einfach nur gemacht, um halt krass auf YouTube anzukommen. Und damit natürlich noch nicht genug. Oh, dann soll er noch Livestreams gemacht. So, jetzt erwarte ich aber auf jeden Fall, dass er Beweise liefert. Weil er hat in meinem Video, also ich weiß nicht, ob er das macht, aber... Warte, wir gehen mal weiter, weil er hat auf mein Video, auf die Reaktion von meinem Simex-Video, hat er gesagt, dass er es kacke findet, dass ich keine Beweise liefere. Aber jetzt bin ich gespannt, ob er das macht. Haben, wo er um Spenden gebittet hat, damit er Gewinnspiele machen kann. Diese Gewinnspiele gab es aber komischerweise überhaupt nicht. Und zumindest das mit den Turnieren hat er auch in einer Discord-Aufnahme damals bestätigt. Da dachte ich mir so, okay, du musst es... Er zeigt jetzt keine Beweise oder wie, dass das Turnier gefaked ist. Bro, dann muss ich aber sagen... Schwierig, Mann. Was Fetteres bringen, dass mehr Leute auf deinen Kanal kommen, dass dieser Hype nicht weggeht. Ey, Carsten, grüß dich. Bring so 500 Euro Turnier, okay, Budi macht 1000 Euro Turnier, ich muss nachlegen. Bam, zack, 1000 Euro Turnier und ich hab mäßig gefaked so und sowas. Alpha Kevin hat in seinem neuen Video zu Z-Max zumindest gesagt, dass er danach irgendwann einen Teil des Geldes an diese Leute überwiesen hat. Aber meiner Meinung nach... Ich glaube, der hat nicht an mehrere Leute das Geld überwiesen, sondern nur an den Gewinner hat er... Glaube ich, das war zu der damaligen Zeit zu 100, ich glaube 100 oder 200 Euro Trostgeld gegeben. Meiner Meinung nach zeigt genau das, was für einen unfassbar schwachen Charakter du hast. Ich meine, dass du damals nicht das Geld bezahlt hast. Okay, das war eine Kackaktion, das hast du ja selber schon zugegeben. Mhm. Aber du sagst doch heute selber, dass du 20, 30, 40.000 im Monat verdienst. Jetzt mal Real Talk. Was jucken dich 1.500 Euro? Warum gehst du nicht zu diesen Leuten und sagst, ey, ich hab euch damals verarscht, tut mir leid, hier habt ihr das Geld, vielleicht noch mit einem kleinen Bonus. Dann gibst du halt statt 1.500 irgendwie 2.000 oder 2.500 Euro Preisgeld raus. Das juckt dich doch überhaupt nicht. Stattdessen gibst du denen halt nur einen Teil des Geldes, obwohl du halt sowieso schon mehr als genug verdienst. Und das ist halt absolut dreist. Und das zeigt, was für ein Mensch du bist. Nicht der Kühlschrank oder der PC an die Leute, die du liebst. Ich meine jetzt mal Real Talk. Hast du keine Erziehung genossen oder sowas? Hat man dir nicht beigebracht, dass so ein Verhalten, andere komplett zu verarschen und über den Tisch zu ziehen, einfach überhaupt nicht fit geht? Ich meine, selbst heutzutage macht er noch Gewinnspiele, die halt alles andere als seriös sind. In diesem TikTok-Video sagt er dazu zum Beispiel Folgendes. Dass ich an zwei Leute in diesem und nächsten Video ein Silver-Server-Paket verschenken werde. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur diesen Kanal abonnieren.
abonnieren, dieses Video liken und so oft es geht euren Epic Games Namen. Das Lustige ist ja hier dran eigentlich, Leute, dass er gar nicht immer nachprüfen kann, ob die Leute das Video geliked und seinen Kanal abonniert haben. Denn einige Leute haben diese Dinge auch privat. Ich bin einfach mal selber durch die Kommentare gegangen und lustigerweise auch der erste, wo ich draufgeklickt habe, hat das nicht angegeben. Das heißt, entweder dieser Typ hat gar keine Chance zu gewinnen, obwohl er das alles gemacht hat, weil er die Sache nicht auf öffentlich hat, oder du löst dieses Gewinnspiel gar nicht auf und daher ist es sowieso egal. Oder natürlich die dritte Möglichkeit, es ist dir egal, was die da machen, sondern du nimmst random irgendeinen, der da was reingeschrieben hat. Also egal, wie du es drehst und wendest, das ist ein absolut unseriöses Gewinnspiel und ist wahrscheinlich auch rechtlich eher bedenklich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie die Richtlinien sind, ob man das machen kann, so wie er das macht. Ob man einfach so die Gewinnspiele mit Abonnieren sowas auflösen kann. Theoretisch eigentlich nicht. Ich habe aber keine Ahnung, ob das rechtens ist, weißt du? Jeden Fall. Man könnte ja eine Online-Anzeige wegen Betrug machen, wenn irgendwer die 5 Minuten Zeit hat. Im Video sagt er dann unter anderem auch noch Folgendes. Und Menschen kommen bis heute teilweise noch und es wird auch so. Das Ding ist halt, die ist damals, hatte Firegod und Simex gegen Assi TV beschützt und dachte, dass Assi der Böse ist und Simex davon profitiert hat. Ey, war ich damals aber genau der gleichen Meinung, weil ich damals kein Fan von jetzt Assi TV war, seitdem er Leute in Streams zerstört hat, ne? Aber es hat sich ja dann schnell gelegt, dass Simex übel lost ist. Simex ist wirklich mega lost. Also es ist wirklich, es tut weh. So in den nächsten Jahren so bleiben und werden dich so abstempeln Kosten und so. Naja, also immer. Ich sag mal so, vielleicht würden dich die Leute ja nicht die ganze Zeit weiterhin so abstempeln, wenn du einfach mal mit diesem Dreck aufhören würdest und mal anfängst, vernünftigen Content zu machen. Aber hey, ich weiß schon, was du nach dem Video sagen wirst. Verstanden. Das aber Bro, verdien erstmal so viel wie ich, tu erstmal so viel für deine Familie und geh diesen ganzen Hate ein. So, weißt du, mach das durch, was ich durchgemacht habe und dann darfst du über mich urteilen. Alles durchgemacht hast, du meinst wegen billigen Fake-Stories, Clickbait und weiteren Lügen Hate bekommen? Ja stimmt, Digga, keiner auf dieser Welt hat es härter als du. Ich meine, du verdienst durch diesen ganzen Hate ja auch gerade mal 20.000 bis 40.000 Euro im Monat. Also jeder Bauarbeiter, jeder Altenpfleger und jeder Maurer oder was für Beruf es noch so gibt, würde auf gar keinen Fall mit dir tauschen, Alter. Vor allem dieses Meme hier, das bist einfach 1:1 du, oder? Also, warte, in seinem kurz. Video labert was er da... Was war das jetzt für ein Meme? Ihr konntet es ja auch nicht sehen wegen meiner Kamera, warte. Clickbait, Lügen, Fake-Gewinnspiele, arrogantes Verhalten. Dafür kritisiert werden. Niemand hat es so hart wie ich, verdammte Hater. Alter, ich dachte, das ist so ein Da Vinci-Meme. Du, oder? In seinem Video labert er darüber hinaus halt auch einfach echt... Kacke, muss man einfach sagen. Ja, du sagst sowas, aber wieso hast du dir dann eine Iced Out Rolli oder Iced Out Ohrringe gekauft? Weil Diamanten nicht an Wert verlieren und das irgendwo auch eine Wertanlage ist. Ich glaube, Diamanten verlieren an Wert. Seit wir den letzten Stream gemacht haben, wurde das gesagt im Chat. Ich selber kenne mich mit Schmuck und so weiter jetzt natürlich nicht auf, muss ich natürlich sagen. Aber ich habe einfach mal jemanden gefragt, der sich damit auskennt, und zwar den lieben Justin. Nee, eigentlich komplett gar nicht. Also außer eine Iced Out Datejust, da kriegst du immer das Geld eigentlich wieder, was du bezahlt hast, wenn du so 17, 18k bezahlt hast, aber jede andere Eishot-Uhr verliert an Wert. Ups, Digga. Naja. Nice, Mann. Kann ja mal passieren, dass man scheiße da war, ne? Was kann ich halt noch zu Simex sagen? Ich könnte halt jetzt noch 10 Stunden weiter darüber reden. Stell euch mal vor, er hat sich das Zeug geholt wegen einer Wertanlage. Und jetzt kriegt ihr erst mit durch das Video von KuchenTV, dass er Scheiße gemacht hat und sich eine Uhr gekauft hat, die er nicht, oder beziehungsweise Ohrringe gekauft hat, die er eigentlich, die eigentlich an Wert verlieren. Das, liebe Freunde, ist stabil. Oh Mann, wie schlecht sein Content ist, weil er quasi in jedem Video entweder billigen Clickbait benutzt oder halt echt komische Aussagen bringt. Aber ich glaube, was ich euch mit diesem Video sagen möchte, ist halt schon ganz gut rübergekommen. Der Typ hat einfach null Charakter, verarscht seine Zuschauer von vorne bis hinten und stellt sich dann trotzdem als Ehrenmann hin, weil er von seinen 300.000 jährlichen Einnahmen irgendwie 5.000 Euro an seine Familie weitergibt. Wo er den Gaming-PC sogar noch ganz locker easy von den Steuern absetzen kann, wo er dann vielleicht insgesamt mit dem Kühlschrank... Ey, warte mal ganz kurz, Alter... Ist halt wirklich so, der macht über 300.000 Euro im Jahr. Ey, das machen noch nicht mal Profifußballer in der zweiten Bundesliga. Außen bezahlt hat. Seine ganze YouTube-Laufbahn ist halt einfach auf Clickbait und Lügen aufgebaut. Und ja, momentan läuft es zumindest von den Klicks ja ganz gut. Du machst 15 Millionen im Monat. Aber hast du mal so ein bisschen an die Zukunft gedacht? Ich meine, du machst, obwohl du 15 Millionen Klicks im Monat bekommst, einfach nur 8.000 Abonnenten im Monat. Das ist halt nicht wirklich eine wachsende Community, mein Freund. Ich mache zum Beispiel mit knapp 6 Millionen Klicks über 26.000, also schon deutlich mehr pro Viewer. Kommt natürlich auch aufs Genre drauf an.
Man muss einfach sagen, in QNTV behandelt natürlich auch viel, viel mehr Themen, als das in Simex macht. In Simex macht er nur Fortnite, also bekommt er nur Leute von der Fortnite-Community. Wenn ihr jetzt in QNTV Videos macht über den, holt er ja die ganzen Leute auf seinen Kanal, die sich für das oder für das Video interessieren oder für das Thema interessieren. Das muss natürlich auch so sehen. Wie zum Beispiel, ich würde niemals auf ein Video von Simex gehen, weil mich Fortnite einfach nicht interessiert. Aber Leute, die jetzt Fortnite zocken und sich darin interessieren und dann macht jemand ein Video zu einem Fortnite-YouTuber, dann gehen die Leute rüber auf den Kanal. Und wenn es ihnen halt gefällt, dann lassen sie ein Abo da. Das muss man natürlich auch nochmal so sehen. Trotzdem geisteskrank 15 Millionen Aufrufe. Ey, das ist so heftig. Es ist so heftig. Halt ganz gut. Aber du merkst ja selber an deinen Bewertungen und wie du in den Kommentaren das ankommst, dass das Ganze immer mehr negativ wird. Mag sein, dass es noch 1-2 Jahre läuft. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass wenn du so weitermachst, du genauso enden wirst wie ein Miguel Pablo, den heutzutage einfach kaum einer kennt, außer wenn er mit ABK Videos dreht. Wenn das natürlich dein Ziel ist, deine komplette Laufbahn kaputt zu machen, dann mach natürlich gerne so weiter. Ich bin der Erste, der sich darüber freut. Vielleicht denkst du aber doch nochmal darüber nach. Entschuldigst dich bei den Zuschauern, die dir wirklich alles ermöglicht haben dafür, dass du sie dauernd immer wieder und wieder verarscht, obwohl sie dir dein komplettes Leben finanzieren. Gibst den Leuten endlich ihr Geld, was sie in den Turnieren gewonnen haben und machst doch endlich vernünftige, seriöse Gewinnspiele. Oder du wartest einfach, bis es mal einen CEO-Wechsel bei YouTube gibt und man tatsächlich für irreführende Titel und Thumbnails gesperrt wird oder seine Partnerschaft verliert. Dann bist du nämlich der Erste, der hier weg ist. Okay, thanks, bye. Keine Ahnung, ich war schon immer so ein Mensch, der über alles offen und ehrlich reden konnte. Ja, Mann, also bei dem Clip musste ich übrigens auch schmunzeln, als er das gesagt hat. NordVPN, Alter. Alter. Ey, guck mal, Quellen mittlerweile schon nicht mehr Alpha Kevin, sondern AK und Just Nero JN. Alter, da fehlt einfach die Zeit wahrscheinlich, das auszuschreiben. Was für ein Typ, Alter. Junge, geisteskrank, wirklich ohne Scheiß. Er macht sich nicht mal die Mühe, den Namen hinzuschreiben. Wirklich schämtisch.